Du hast gerade Tigerauge und Neptunit oder so einen Quatsch verkauft. Tigerauge haben wir 6 Stück und dieses Neptunit, komische schwarze Etwas war das. Neptunit, das war so ein Mineral und das kommt in keiner Quest vor. Das weißt du auswendig. Ja, die vor allen Dingen. Kann jetzt mal bitte jemand auf Ja drücken? Ich warte auch. Danke. Also ich mag die jetzt Dinger, nicht, dass du in 10 Minuten des Spiels mir den Schadbildschirm angucken, während ihr diskutiert. Die Dinger, die du im Museum abgeben kannst, sind keine Gegenstände, die du in irgendeiner Quest hast. Tigerauge das schon. Das weißt du gar nicht, weil es vielleicht dich ändert seit dem letzten Update, seitdem du gespielt hast. Lumi hat auch gemeint, im Multiplayer gab es viel mehr. Stand im Internet, dass neue Sachen dazugekommen sind. So, ja, aber wo haben wir denn den Melktiegel hin? Bei den Ausrüstungen. Ach nee, ich habe dir mein Tier mit reingetan, weil du brauchst ihn ja auch. Ja, ist auch smart. Kann ich mitleben. So, dann mache ich jetzt die Tiere. Die Tiere machst du? Gehst du in die Sachsen? Die ich gestern vergessen habe. Du hängst viel zu oft die mit Tiere habe ich gestern ab. Gemacht. Ich komme aus, also meine Eltern sind gebürtige Baden-Württemberger. Bei uns gibt es keinen Unterschied zwischen D und T und zwischen P und B. Ihr seid quasi die Westsachsen. Richtig. Bei B und P hört man bei mir keinen Unterschied, wenn ich nicht drauf achte. Sage, Westsachsen. Platzen zum Beispiel. Es ist nicht Platzen, sondern Platzen. Und es ist nicht die Klatzen, sondern die Glatzen. Du bist auch so eine Klatze. lustig, tralalala. So, jetzt können irgendwie wir das andere Bündel noch abgeben im Gemeinschaftshaus, dann brauchen wir bloß noch das 10.000er Bündel. Das 25.000er, sorry. Sollen, müssen wir eigentlich Bäume auch bewässern? Hat irgendjemand auf den Blick behalten, wo wir hier was ausstellen müssen, wann? Nein. In der Woche hieß es. Aber wir werden doch bestimmt nochmal drauf hingewiesen, oder? Ja, einen Tag vorher. Ja. Ansonsten, ich kann für 2.000 noch schnell einen Kalender holen. Den hängen wir uns bei der Lumi ins Haus rein. Nein, den hängen wir bei Ben ins Haus, weil er das fucking größte Haus hat. Oder so. Was ich immer noch bescheuert finde. Ey, kannst du doch auch das neue Haus bauen für 10.000, Mensch. Ja, können wir für 10.000. Also wollten wir ausprobieren, das war für For Science. Geben, die wollen ihr Geld lieber sparen für etwas, was allen nützt. Das war trotzdem For Science, immer noch. Wir wollten ausprobieren, ob das für alle gilt oder nur für mich. Es ist mir egal, was wir wollten. Es ist blöd, dass du ein großes hast und ich nicht. Ich will auch ein großes. Nichts dafür, dass du da nicht schnell genug gesagt hast, ich will das machen. Weiß irgendjemand von euch, ob wir Bäume gießen müssen? Ja, wir haben noch einen Blitzableiter bekommen. Ha. Also bis jetzt mussten wir Bäume nicht gießen. Weil die sind jetzt gewachsen, wo es geregnet hat. Die Bäume brauchst du nicht gießen. Die müssen von alleine wachsen, die wachsen einfach nur sehr, sehr langsam. Okay, dann... Die brauchen ein Jahr zum Wachsen. Nee, brauchen sie nicht, weil wir die Dinge, also vielleicht zum Auswachsen, aber die tragen vorher schon Zeug. Kümmerst du dich jetzt ums Feld heute oder wie ist das bei dir? Habe ich bis jetzt gemacht, warum? Sehr schön. Ja, war ja nur eine Frage, weil dann mache ich es nicht. Kein Grund, pissig zu werden. Ich bin eh schon pissig, weil er mich die ganze Zeit anzickt, so. Wann, zicke, zicke, wenn? Zicke, zicke, zack, zack, heu. Zicke, zicke, zack, zack. Warte, was? Wenn dann zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi. Ja, es wäre ja zu einfach, das machen alle so. Du säufst einfach zu wenig. Das stimmt gar nicht, wenn du wüsstest. So, Ich saufe 100% mehr als letztes Jahr, ja? Ben? Ich werde es jedes Jahr um 100% steigern. Ben? Wenn du mich nicht nervst, dann gebe ich dir eine wichtige Information. Ist das wieder eine Spoiler-Information? Nein, es ist kein Spoiler, bla. Okay, du hast mich genervt, dann nicht. Das ist schon Nerven, alles klar. Hey komm, Benni, das ist schon Spoilern, denke ich mir auch manchmal. Das ist schon Spoilern? So, also, dein Schatz hat heute Geburtstag. Abigail? Ja. Okay. Solltest ihr was Schönes schenken. Ich nehme wieder einen Amethyst von uns, ne? Hm. Liebt sie Amethysten eigentlich oder mag sie? Ja, ja. Sie mag lila komplett. Alles, was lila ist, soweit ich weiß. Also, theoretisch könnt ihr eine Aubergine schenken. Ich habe gerade Brombeeren dabei, aber wenn sie die Amethysten liebt und nicht mag, dann hole ich ihr einen Amethysten. Liebt. Also, da kommt immer ein Herz hin, wenn du ihr einen Amethyst gibst. Vielleicht heirate ich sie ja, Ben. Da musst du jetzt aber langsam Gas geben. Das schaffe ich schon. Ja, ich habe Haley was geschenkt. Es ist zu kalt, um an den Strand zu gehen.
Was denkst du, sollte ich heute machen? Mit Wasserfarben malen, entspannen und Zeitschriften lesen, aufhören an egoistischer Jammerlappen zu sein, finde ich super. Du bist so fies. Mit Wasserfarben malen, das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Entspannen und Zeitschriften lesen. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Sagst du, glaube ich, bei allen, das ist eine ziemlich gute Idee, solange man ihnen nicht sagt, du bist eine blöde Tussi und sollst mal klarkommen mit deinem Leben. So, Abigail. Oh, da steht schon vorne schon. Abigail. Oh, ist heute mein Geburtstag? Aus? Stimmt wohl. Danke, das ist nett. Gutes New Friend habe ich gerade Achievement erhalten. Ey, warte mal, wenn die alles mag, was lila ist, dann kann ich doch theoretisch auch eine Schattenessenz schenken. Abigail hat jetzt 7 Herzen bei mir. Sag mal, was weiß irgendjemand von euch, was eigentlich dieser Emo mag? Mag der irgendwas? Schattenessenzen vielleicht oder sowas. Also ich glaube, Steine mag der doch, dachte ich. Steine? Ja, irgendwie so Edelsteine oder so ein Quatsch, Geschenk dachte ich. Oh, da ist er doch. Die Abigail. Oh, ist heute mein Geburtstag. Ja. Schatz, ich nur eins bekommen, weil ich ihn dran erinnert habe. Ja, das weiß ich aber nicht. Da stand gerade, dass ich der schon bereits was geschenkt habe. Ich habe da aber noch gar nichts geschenkt. Da hast du ja diese Woche vielleicht schon. Das ist ein Bug, den habe ich auch manchmal, dass das irgendwie automatisch zweimal klickt, anstatt nur einmal. Am Geburtstag müsste es eigentlich immer gehen. Ich meine aber, dass bei mir überspringt es manchmal das erste Anzeigen von wegen, ja, du hast ihr was geschenkt, sondern zeigt direkt an, du hast ihr was geschenkt und zieht mir den Gegenstand ab. Also, ich schenke ihr was und das überspringt aber die Anzeige. Okay. Weiß ich auch nicht warum. Coole Sache. Haben wir es eigentlich gegossen? Nein, du warst verantwortlich. Wieso war ich denn verantwortlich? Ich renn grad schon zurück. Ich hab mich vorhin gefragt. Ich gieße mit Salzwasser. Total egal, ob du mit Salzwasser gießt oder nicht. Ja, deswegen, ich züchte die Uber-Pflanzen, die mit Salzwasser wachsen. Lumi, hast du heute eigentlich getwittert? Dass ich hier bin? Ja. Nee. So, die Welle twitterst du nicht? Ich twitter momentan gar nichts, weil ich es immer vergesse und ich das Gefühl habe, es interessiert sowieso niemanden. Du bist der Einzige, den ich bei Twitter habe. Du musst ja die Hashtags benutzen, dann interessiert es jemanden, weil es dann auf Leuten auftaucht, die dir nicht followen. Ich glaube, ich habe einen Follower mehr. Donzi followt mir. Yay! Super, Vitamin B followt mir. Das followt mir niemand, der sich wirklich für den Grab interessiert, okay. Siehst du, aber wenn du konstant Hashtags benutzt, dann sehen es halt Leute, die dir nicht followen. Ich benutze ja Hashtags. Followern. Ja, aber du benutzt Hashtags, die keiner sich anguckt. Nein, ich benutze auch richtige Hashtags. Ich mache eine Mischung aus beidem. So. Was ist eine richtige Hashtags? Hashtags halt, wo man reinguckt, weil ich will Hashtag Stardew Valley, wo man halt Leute reingucken, die das Spiel vielleicht irgendwie verfolgen oder sowas. Währenddessen, wenn man halt einen Hashtag benutzt wie meine Nachhilfeschülerin ist blöd, dann so alles als Hashtag, das ist vielleicht nicht so sinnvoll. Das erinnert mich gleich an, Oma ist gestorben, lol. Ich habe ja sogar schon Foodsharing-Hashtags benutzt, ne? Kennt ihr das? Nee. Meine Oma ist gestorben, lol. Da dachte die Mutter, das heißt Lots of Love. Ach so. Er kann ja auch Lots of Love heißen, ist halt eine andere Abkürzung. Die Abkürzung hat ja niemand gepachtet. Doch. Lol. Lol. Ich weiß nicht, was mich jetzt noch machen soll. Jetzt, wollen wir das Feld jetzt noch weiter? Nee, ne? So. Der ist noch getwittert, dass du jetzt noch live bist. Jetzt, wo ich mir so denke, langsam müsste es ein Ende zugehen. Da können wir es liest doch eh niemand. Wo haut denn ihr das Kiefern-Tier-Zeug und so rein? Links unten. Da haben wir schon 25. Links unten. So. Kannst du wahrscheinlich auch einfach verkaufen. Was willst du machen? Mit Wasserfarben mal entspannt sich auf. Warum haben wir jetzt noch eine Wassertruhe? Was hast du genommen? Du hast Wasserfarben genommen, ne? Ich habe das zweite genommen und Felix das erste und der hat bei beiden gesagt, eine ganz gute Idee. Okay. Die will halt nur nicht gesagt kriegen, dass er egoistisch ist. Genau. Ach scheiße, Gießen wollen. Oh ja, Cola hast du gern. Hast du ihm das gerade geschenkt? Ja. Etwas zu essen mag er nicht, das hätte ich dir vorher sagen können. Julia Cola hassen, glaube ich, alle. Das war dumm. Ja. Das hassen wir alle. Es hat mich geärgert, dass er nichts mag. Und ich dachte, schenke ich ihm gerade was er nicht mag. Hast du die Dingenske, die Schafe, Milchkühe behandelt? Was behandelt? Ja.
Als nein, gemolken habe ich sie nicht. Genau. Ich meine doch nicht dich, sondern die, die sich das zur Aufgabe gesetzt hat. Wir haben drei Batterienteile? Krass. Aktuell schon, ja, aber wir haben noch keine Batterien daraus gekriegt. Oder muss man denen noch irgendwas anderes machen, außer einfach nur hinstellen? Nein, einfach nur hinstellen. Aber es hat halt auch nicht viel gewittert, das kommt im Sommer häufiger vor. Also Gewittern kommt allgemein im Spiel nicht häufig vor. Ja, aber im Sommer halt häufiger als im Winter. Soll ich mal gucken, was eine Schleimfresse? Ach, eine Schleimfresse braucht auch eine... Oh, kein Mensch. Eine Batterie. Eine Schleimpresse braucht kein Mensch. Gib die Batterien auf. Ja, fällt mir noch ein, ich wollte nur die Ölpressmaschine machen. Die brauchen wir, aber eine Schleimpressmaschine. Schleim und Goldmaschine brauchen. Brauchen wir auch nicht so schnell. So schnell brauchen wir sie auch nicht. Stimmt, wir haben ja keine Schweine. Wollen wir mal Schweine holen? Braucht man? Wir können doch aber Öl auch machen, oder? Ja, aber Öl macht man doch aus Trüffeln, oder? Ja. Kann man das nicht auch aus anderen Sachen machen? Nein. Das ist ja doof. Ich dachte aus Trüffeln. Ich habe noch nie Öl gemacht, ich wollte nur wissen, ob es aus anderen Sachen geht. Okay, ich habe Lotta Bell wohl schon gemolken. Jedenfalls hat sie keine Milch. Wir brauchen... Genau. Ein Tsunania hat auch keine Milch. Wir brauchen das auf jeden Fall dazu. Und genau. Ene, mene, mu, genau. Hm. Weißt du Bescheid. Ich mach nur mal mit einer Runde. Guck mal, wie einfach ich die rausziehen kann. Ich muss kaum was machen. Haley soll mich endlich lieb haben. Na, dann solltest du ihr vielleicht mal ein paar Geschenke 97 machen. 97 cm Karpfen hier. Lumi, ich habe einen langen Karpfen. Ich nehme mal deine semi-verbesserte Angel. Da ist aber nichts mehr dran, ne? Da brauchst du Köder eigentlich, damit die gut funktioniert. Aber hier sind nur Bambusstangen. Nee, die andere ist da auch mit drin. Ja, nicht stimmt. Warte mal, ich schmeiß mal meine weg. Verkaufen kann man die ja nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich wollte sie wegschmeißen und nicht auf den Boden. Ich glaube, die kannst du auch nicht wegschmeißen. So. Lass mich einfach. Ja, aber ohne, sie ist auch ohne Köder schon besser als meine. Ha, mit einer Bambusstange gehe ich jetzt fischen. Geh mal fischen mit Bambusstange. Ich habe eine Julia-Cola rausgezogen. Natürlich habe ich eine Julia-Cola rausgezogen, was dachtest denn du? Man zieht auch mit den höheren Angeln noch Joja-Colas raus. Ja, und jede Menge Müll. Es ist nicht so, dass ich das Spiel nie im Singleplayer gespielt hätte. Ja, eine Durchweichung. Jawohl. Ich glaube, wir brauchen ein zweites Recycling-Ding, wenn es alle anfangen zu... Ich hab einen Kaulbarsch. Zu Dingen. Warum? Ich kann es doch bei dir in die blaue Kiste reinschreiben. Wir haben sowieso so zwei blaue Kisten. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Weil ich so viele Fische hatte, dass es nicht mehr reingepasst hat. Aber ich habe da letztens mal ein bisschen aussortiert, weil ich die ganzen Silberfische verkauft habe. Ja, eine zerbrochene CD. Die bringt einen Wachen. Hm? In Quarz, verfeinerten Quarz bringt das. Verfeinerten Superquarz. Ein Wachen bringt die sicherlich nie. Dass der Wein ewig nicht fertig wird, nervt mich ein bisschen. Was? Hat mir Quatsch? Der Wein. Der Wein. Achso, der dauert eine Weile. Endlich saufen. Hast du schon Bier? Nimm mal, Bier ist ekelhaft. Bier. Bier ist eklig. Ich geh mal auf Abwehr. Beschütz mich, mein großer, starker Held. Guter Witz. Schön, dass du das selber witzig findest. Ja, weil ich halt nicht wirklich fertig bin. Ich hab noch den Tisch gekriegt. Ah, fuck. Ich glaub, sollte schon geskillt sein im Angeln, ne? Ja, man muss schon gut sein, um zerbrochene CDs zu angeln. Oh, oder durch weiche Zeitungen. Das ist schon, da braucht man Skill für. Sonst hauen die einfach ab. Dann guckst du einmal nicht hin, wusch, weg sind sie. So. Ich zieh halt echt mal was mit der Bambusstange an Land. Hi. Oh Gott, wie spricht man denn deinen Namen aus? Ich kenne dich von draußen. Sehr schön. Hast du was Neues rein? Ah, okay. Jeep, 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 jeep. Schlafen. Ich würde sagen, noch einen Tag machen wir, okay? Okay. Hofarbeitsstufe 8. Ich kann jetzt auch Fässer und Ölpressen machen. Das war nicht anders. Wir haben einen zwergischen Helm verkauft. Ach, ich wollte ja mal mit Gunther sprechen. Hätte man den nicht aufsetzen können? Nein. Verdammt. Ist ein Artefakt.
Ich hätte ihn gerne aufgesetzt, wäre damit rumgelaufen. Hätte ich damals auch im Singleplayer gern gemacht, aber naja. So, Königin der Soßen, gibt's was Neues? Schon wieder? Forellensuppe. Mhm. Die habe ich schon, das war in der Wiederholung. Nee, warte nicht. Dann hast du mich nicht auf die Ursprungssendung erinnert. Nee, ist auch keine Wiederholung bei mir, keine Ahnung. Willst du es vorlesen? Nicht auf deiner Seite. Ich hab's nicht vorgelesen, also kannst du es vorlesen. Forellensuppe, irgendetwas an diesem frisch gefangenen Forellen bringt mich in Fahrt. Vielleicht ist es der feine Geschmack des Flusses. Jedenfalls habe ich ein wundervolles Forellensuppenrezept, das ich heute mit euch teilen werde. Du weißt bereits, wie man Forellensuppe macht. Verstehe ich dann aber nicht, warum es nicht als Wiederholung gekennzeichnet ist. Geister sind heute leicht verstört und morgen gibt's dann Windböen den ganzen Tag durch. Frische Milch. Oh, die Kürbisse sind fertig. Was ist das? Kürbis. Die ersten Kürbisse. Soll ich in die Mine gehen? Yes. Mais ist fertig. Ist einiges fertig. Ah, ich hab vergessen, die Sense mitzunehmen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Gras hacken. Sense, meinst du? Was hab ich gesagt? Hacken. Oh, ja, ich meinte Sense. Ist ja, aber sie hat gesagt, ich hab die Sense nicht mitgenommen. Ich wollte nur ein bisschen Gras hacken. Ne? Gras hacken. Ach so, okay. Ja, das war auch nicht sinnvoll. Ja. Ich gehe jetzt mal zum Gunter. Ich geh mal zum Gunter. Und mach den wieder munter. Ha, oh, ist ja alles ready hier. So schlecht. So unglaublich schlecht. Ich stehe dazu. Jetzt kriegt heute der Emo von mir mal eine Solaressenz. Ich dachte, ich krieg den Flachwitz Award. Na, den hast du sowieso schon, also. Den hast du dir schon redlich verdient. Ah. Oh, warte mal, aber wenn ich zum Gunther gehe, dann kann ich auch noch Geoden und so ein Kram mitnehmen. Wenn das da ist. So. Nee, du hast schon alles aufgebaut, oder? Ja. Tick. Na gut. Okay. Ich hab schon ein SMS bekommen. Wo schreibt man denn jetzt um die Uhrzeit SMS? Ah, der Party. So, Benny, wo kommt jetzt was hin? So, wie es dran ist. Siehst du doch. Ich sehe die durch. Frühling, Sommer, Herbst und dann noch mit Monster mal bis jetzt. Und ganz rechts ist es ganz gut. Und Mais? So, warum bin ich jetzt zu Fuß? Kannst du bei Herbst oder Sommer reintun, wo es schon drin ist, musst du mal gucken. Nicht zu Fuß laufen. So. Stadt. Sitz. Die Grafik erinnert an die Amiga-Grafik. Wurde mir gerade mitgeteilt. Ja. Amiga habe ich nie gespielt. Tatsächlich, da bin ich da zu jung für? Oder habe ich es einfach nicht. Glaubt zu jung, ja. Habe ich auch nicht gespielt. So. Also, ich habe mit dem Super Nintendo eingestiegen. Mit Zocken. So. Du kannst nicht durch. Wohnung abholen. Benni, ich hau es dir mal ganz kurz in die. Ach nee, da drüben ist die Samenkiste, okay. Alter, die Samenerzeugniskiste geht ja echt, die Dinger gehen ja echt schnell hier. Also, liebe Leute, es kann durchaus sein, dass wir beim Gunther alle die Belohnungen kriegen, gell? Ich habe nämlich jetzt eben auch einen Sack voll mit Scheiß bekommen. Ja, so. Sag ich ja. Benni, lass mich nochmal kurz wieder ran. Gesagt? Du kannst gleich wieder ran. Zack. Nicht was drinne. Oben. Ja, ist gut. Ich das verpennt, dass du das gesagt hast. Das tut mir leid. Amiga 500, wann ist denn der rausgekommen? Ich weiß das gar nicht. Google deinen Schatten. Ich frag euch, weil ihr vielleicht schlauer seid als ich. Nee. Sonntage sind echt spitze im Herbst. Ja, und allen anderen Jahreszeiten nicht, oder wie? Nein. Was ist los mit dem? Benni, dein Wein ist fertig. Ich hab schon gesehen, das ist einiges, was. Keine Knete. 1988 oder 1986? Ja, aber halt vor meiner Geburt. Es gibt eine Quest für Glasaugenbarsch von der Evelyn. Haben wir Glasaugenbarsch? Nein, nicht mehr. Ich habe den einzigen vorher gefangen. Oh, einen schon. Wo hast du den gefangen? Rechts oben. Okay, dann gucke ich mal, ob ich weiß nicht, ob da unter Umständen die gute
guten Quatsch brauchst. Die gute Route. Die gute Route, ja, genau. Die gut Route. Kira, komm mal her. Was ist denn jetzt der Emo, damit ich ihm eine Solar-Essenz schenken kann? Wo ist denn jetzt der Emo hin? Komm mal her. Hat denn schon wieder Emo Geld ausgegeben? Niemand? Nee, eigentlich niemand. Hat nur du, wenn du stirbst. 5000? Ich hab vorhin das Bündel geholt mit den wegen dem Busreparatur-Dingens da. Ach so, okay. Ja, nee, dann ist ja alles klar. Ich hab mich nur gewundert. Gerade so. Aber weißt du, wie schwer das wird, Benny dann hier ohne Spoiler auf die ganzen Dinger hinzuweisen? Weil Alena. Ah, das müsste ich dir mal schreiben, sonst spoiler ich ja. Spoilerst du direkt. Du spoilerst jetzt erstmal gar nichts. Ich will jetzt auch nicht mehr gespoilert bekommen. So. Oh Gott, ey. Das hat ja nichts mit Spoilern zu tun, aber sonst kommt man ja ewig nie voran. Doch, komm, wir haben doch Zeit. Wir wollen doch bei Stardew. Dann ist Stardew Valley eher schnell vorbei und das ist langweilig und das ist doof. So schnell vorbei. So schnell ist es irgendwie vorbei. Also ich zocke erst mal, ich schon Zeit. Seit Anbeginn und. Seit Anbeginn der Zeit zockt das Stardew Valley. Seit Anbeginn dieses Jahrtausends. Ja. Oh, ich hab euch auch nie lieb, ey. Warum sind wir schon wieder unter 100? Ach ja, da war ja letztes Mal was. Na, mit hier. So. Frau voll. So, der erste Wein ist fertig. Gewürzbeerenwein. Schön. Ich hab Dings Brombeeren reingeschmissen. Also quasi Likör. So. Du bist, glaube ich, die erste Weintraube reingeschmissen. Ich bin hier gerade überfordert, ey. Ich bin ganz nur eine umrotieren. Ich bin total versaut. Was ist da versaut? Ja, wenn sie dort vorher Weintraube reingehauen hat. Wieso? Kriegt einen extra Geschmack. Ja gut. Kann man so auslegen, ja. Okay, goldene Weintraube mehr als genug. Damit. Wir haben von allen mehr als genug. Wenn wir alles verkaufen würden, dann würden wir eine Errungenschaft kriegen und Haufen Geld haben. Ich muss auch noch irgendwie euch muten, wenn ich mich bei euch mute. Was? Fällt mir gerade so auf. Naja, ich versuche jetzt teilweise mit Leuten, die in meinem Twitch-Kanal schreiben, zu sprechen und mich dabei für euch zu muten, damit es nicht irgendwie so durcheinander geht. Aber dann redet ihr ja die ganze Zeit im Hintergrund und dann hört man mich nicht mehr. Das ist irgendwie auch Schwachsinn. Dann red einfach. Oder du musst kann man halt bei Twitch zuschauen ohne Twitch-Account, ja, ne? Kannst ohne Twitch-Account zuschauen, ja. Aber nicht schreiben. Nicht schreiben, das ist richtig. Ja. Oh, ich hasse diese scheiß Fledermäuse. Hast du dich heute schon um die Kühe gekümmert? Ja, ich glaube, das habe ich zuerst gemacht. Zumindest hatte ich mir das vorgenommen, es zuerst zu machen. Vielleicht habe ich es auch zuerst gemacht. Ich gehe sie mal ansprechen, dann weiß ich, ob du dich drum gekümmert hast. Die gehen nämlich gerade rein. Und wenn wir die Bushaltestelle gemacht haben, möchte ich ankündigen, dass ich dann ein großes Haus möchte. Hier steht nur, dass sie wirklich glücklich aussieht. Heißt das, sie wurden heute schon gestriegelt und gepflegt? Ja. Ja, ja, sonst würdest du sie ja striegeln und pflegen. Ich habe sie nur angesprochen, dann kriege ich halt die Zustandsübersicht. Da oben quasi ist noch ein Wein fertig, gell? Drei Weine. Ich wollte es erstmal kurz am Rand abgeben gehen, damit wir die Quest auch mal fertig haben. Benny will erstmal am Rand abgeben. Haha. Ich bin heute total lustig. Merkt man. Merkst du, wie alle lachen, ne? Ja. Wie immer halt, ne? Totale Begeisterung. Aber wir haben irgendwie wenig Amaranth angebaut. Sollten wir davon vielleicht noch was in den Saatgedöns reinschmeißen, oder? Ja, mach das ruhig. Wir haben noch ein paar. Verdoppelt das Zeug oder was eigentlich? Ja, du kriegst mindestens noch einen raus, aber du hast die Chance auf mehr. Mhm. Deswegen hast du dir halt die Chance, dass du da mehr kriegst. Okay. Wem muss ich das abgeben? Marni. Jetzt muss ich Marni finden außerhalb ihrer Ladensöffnungszeiten. Schwierig. Schwierig. Ist die auch eine Trinkerin? Keine Ahnung. Ja, Mani ist eine Trinkerin, die trinkt hier einen schönen Wein. Wo sollen wir denn hier noch eine Vogelscheuche hinstellen? Ich war heute nicht sehr produktiv. Oh, der Amaranth, den ich wollte. Vielen Dank, meine Kühe werden ihn lieben.
Scheißsäufer. Ja, da muss ich auch noch einmal ran. Hab ich hier noch was drin? Oh, ups. What? Das geht weg? Was? Das Zusatzding, was man da ranpacken kann an die Special geht Special? Weg? An die Iridium-Angel geht mir das halt weg. Ja, ja, das löst sich auf. Oh, das wusste ich nicht. Das kostet dann ja voll viel. Boah, du musst halt bauen. Hast du es gekauft? Ich hab's gekauft, das erste Jahr. Moment mal, du hast uns nur nach der Angel gefragt. Ja und? Ja, beim Rest hat er gesagt, mach einfach, ja. Eindeutig. Hättest du mal wegen dem anderen gefragt, hätte ich dir sagen können, dass du es bauen sollst. Brauch Kupferbahn und Harz dafür. Okay, das geht ja noch. Doch hätte ich es dir gesagt und dann hättest du es gebaut und dann wäre es billiger gewesen. Bau du mal einen Moment. Bau mal bitte für mich einen Fallenfischköder. Ich tippe darauf, du kannst es nicht bauen. Wahrscheinlich nicht. Ja. Da hätte ich die gebaut, hättest du was gesagt. Na, ihr hättet nicht. Ich hätte gesagt, dass du selber bauen musst. Das hätte ich gemacht. Wenn du angelst die ganze Zeit, dann wirst du auch eher diesen Kirk zum Fischköder gekriegt haben. Nur so nebenbei. Brauch mal Konzentration gerade. Oh, komm schon, ich will den Fisch haben. Die 115 habe ich. Ich habe einen weißen Thun gefangen. Weißer Thun. Ach, Thun. Der scheint selten zu sein. Der ist echt schwer zu fangen. Ich glaube, ich gehe nochmal angeln. Da habe ich direkt ein Gold gefangen. Oh Gott, man hört einen hessischen Akzent bei mir? Ernsthaft? Also ich bin ja in Hessen aufgewachsen, aber ich habe noch nie gehört, dass ich einen hessischen Akzent habe. Arsch, ey. Dieses Scheißhofer. Kann ich gar nicht verstehen, wenn man Akzent da hört. Ich höre keinen raus. Nicht sterben. Stirbst du schon wieder? Oh Mensch, Lumi. Das war ja auch nur ein Spaß. Ich rede ja nicht mit Akzent. Ich rede nie mit Akzent. Nie absichtlich. 36 cm Sardelle. Oh, ups. Eine 36 cm Sardelle? Ne, eine richtig geile 36 cm Sardelle. Das muss einfach rausflutschen wie so ein Fisch im Wasser. Das klingt jetzt sehr gekünstelt. Kann ich gar nicht verstehen. Nee, kannst du überhaupt nicht verstehen? Ist auch komisch. Von der Neisigkeit her kann ich den nicht verstehen. Von der Neisigkeit. Ein guter Junge. Was babbelt ihr dafür? Wir verstehen uns noch. Er ist guter Junge und so. Er ist guter Junge und so, das ist nicht mal Dialekt, das ist irgendeine Akku-Berlin-Scheiße, ist das? Nee, das ist nicht. Kacke. Das ist eher YouTube-Quatsch. Nein, das ist Bushido, er ist guter Junge, ist Bushido. Aber ja, von der Neisigkeit her ist YouTube-Quatsch. Bevor die sich zerstritten haben, war der auch in dem Haufen dabei. Das ist in einem Akku-Berlin-Video von... Ich hab schon wieder eine Zwischensequenz. War der richtige Typ da, kann ich mal kurz leise sein? Bitte wer? Könnt ihr kurz leise sein, bitte? Zwischensequenz und so. Wieder mit Abigail. Schon wieder. Wird's romantisch? Schwerer Nöter. Du fragst dich sicherlich, warum ich zu dieser Stunde am Friedhof bin. Ich bin hier, weil es der beste Platz im Ort ist, um ein wenig Ruhe zu haben. Und ich bin ganz verschwitzt, weil ich meinen Schwertkampf trainiert habe. Hey! Was denkst du, ich sei zu schwach für ein Schwert? Oh, das habe ich gar nicht böse gefunden. Entschuldige, ich habe das etwas zu persönlich genommen. Weißt du, ich wollte die Berghöhlen erkunden, aber es ist natürlich zu gefährlich, unbewaffnet aufzubrechen. What the fuck? Du hast schon mal ein Schwert geschwungen, oder? Ja, und es ist aufregend. Ja, aber nur zur Selbstverteidigung. Ja, aber es ist gefährlich. Du solltest lieber in Sicherheit sein. Ich möchte dich nicht unterbrechen bei deiner tollen Zwischenfrequenz, aber wir haben ja 1.10 Uhr, ne? Also, ja, ich sage auch zur Selbstverteidigung. Sicher, ich will ja auch nichts töten. Ich will einfach nur ein wenig erkunden, ohne mein Leben aufs Spiel zu setzen. Ich habe mein ganzes Leben im Tal verbracht, aber nie irgendetwas Bemerkenswertes gemacht, an das man sich erinnern würde. Ich will auf ein Abenteuer gehen. Abigail? Und das war Pierre. Ja, lass ihn fertig machen. Vater! 1.40 Uhr. Ja, ist halt so. Psst. Ich habe überall nach dir gesucht. Deine Mutter will, dass du nach Hause kommst und mit dem Abendessen hilfst. 1.40 Uhr, alles klar. Oh shit, jetzt bin ich auch eingepennt. Bin auch gewillt. Was machst du überhaupt auf dem Friedhof? Das ist kein Ort für eine junge Dame. Kümmere dich um deine eigenen Sachen.
Ich sollte also daheim am Kochen sein, weil ich ein Mädchen bin, oder was? Du steckst echt in der Vergangenheit fest, Vater. Lass uns hier verschwinden, Ben. Oh, jetzt wird's romantisch. Gott, wird's romantisch. Ich muss in deinen Stream reingucken. Was nun? Kommst du mit oder nicht? Ich gehe natürlich mit. Von ganz allein. Komm zurück! Love is in the air. Hier wird mein Vater uns nicht finden. Ah, kannst du glauben, dass meine Eltern je jung waren? Die verstehen meine Sichtweise überhaupt nicht. Ich weiß, ich bin in einer anderen Zeit aufgewachsen, in der man auf andere Dinge Wert legt. Aber hin und wieder regt es mich trotzdem auf, okay? So ist das mit Eltern. Jetzt dann, Ben ja zum Beispiel. Danke, dass du mir zugehört hast, Ben. Könntest du mir jetzt helfen, mein Haar aus diesem Busch hier zu befreien? WTF? Ja, das bin ich direkt, jetzt kippe ich um. Ja. Logisch. Ich bin eingeschlafen, super. Das ist halt, das kann man nicht ändern. Ich muss halt nach 0 Uhr da rein und dann geht die über 2 Stunden auf jeden Fall. Ja, wenn ich mich nicht komplett schnell durchklicke. Machen Eisenzaun und Hydrogel-Standard.